Und damit hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag. In Brandenburg gab es am Montag insgesamt 3.147 bestätigte Covid-19-Fälle. Innerhalb von 24 Stunden sind das 5 Erkrankte mehr. Circa 2.550 Menschen gelten mittlerweile als genesen, 20 mehr als noch am Sonntag. Aktuell befinden sich circa 87 Personen in stationärer Behandlung, davon werden 12 intensivmedizinisch beatmet. Für den Landkreis OSL meldet das Gesundheitsministerium konstant 45 Fälle. Senftenbergs Bürgermeister Andreas Friedrich und Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung gedachten dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Am sowjetischen Ehrenmal in der Briesker Straße legten sie Kränze nieder. Auch der Landkreis erinnerte an den 8. Mai 1945. OSL-Landrat Sigurd Heinze, die Kreistagsvorsitzende Martina Gregor-Ness und Bernd Leubner vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedachten an der Gedenkstätte in Schwarzheide. Teilgenommen haben hier auch der BASF-Arbeitsdirektor Dr. Colin von Ettinghausen und Bürgermeister Christoph Schmidt. Südbrandenburger Unternehmer haben sich am Freitag an der Aktion Leere Stühle beteiligt. Unter dem Motto Wir geben den Löffel ab, machten sie am Stadthafen Großrieschen auf die Notlage der Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter im Lausitzer Seenland aufmerksam. Nach Angaben der Teilnehmer sei die Existenz der Inhaber und Mitarbeitenden nicht gesichert. Deshalb fordert die Branche weitere finanzielle Hilfen und Unterstützungspakete. Unter anderem Entschädigungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Es sei nicht hinzunehmen, dass Betriebe ihre Einnahmeausfälle durch die behördlich angeordneten Schließungen selbst zu verantworten haben, obwohl sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Unterstützt werden die Gastronomen von der IHK Cottbus. Für Regionalmanager Marcel Petermann sei ein gesondertes Hilfspaket für Brandenburger Tourismus und Gastgewerbe unerlässlich. Ohne sie gehen die Lichter aus, schreibt das Klinikum Niederlausitz und dankt den Pflegerinnen und Pflegern für ihre Arbeit. Hintergrund ist der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie seien die Krankenschwestern und Pfleger das tragende Element der Notfallpläne. Im Klinikum arbeiten rund 470 Pflegekräfte. Seit Beginn der Corona-Krise hätten alle Pfleger und Krankenschwestern an einem Strang gezogen, um die aktuelle Krise zu bewältigen, so Pflegedirektorin Denise Hausdorf. Zudem seien die Pflegerinnen und Pfleger die ersten, die einem höheren Krankheitsrisiko ausgesetzt seien. Unterdessen gehen am Klinikum die Tarifverhandlungen für die rund 1.000 nichtärztlichen Beschäftigten weiter. Laut Gewerkschaft Verdi werden die Gespräche am 19. Mai in Senftenberg fortgesetzt. Für den gleichen Tag haben die Geschäftsführung die Vorlage eines Angebots zur Tariferhöhung angekündigt. Für die Zeit ab dem 1. April 2020 fordert die Gewerkschaft unter anderem 5% mehr Gehalt und die Anhebung des Weihnachtsgeldes. Ein Pkw-Fahrer ist am Freitagmittag in Lauchhammer an einem Grundstückszaun gelandet. Der 78-Jährige war auf der Mückenberger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Gaststätte zur Erholung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein mitfahrendes 3-jähriges Kind kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Schäden summieren sich auf rund 15.000 Euro. Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in der Nähe von Lieske verunglückt. Der Mann verstarb später in einem Krankenhaus. Der 44-Jährige hatte trotz Geschwindigkeitsbegrenzung stark beschleunigt. Er kam ins Schleudern und fuhr gegen einen Baum. Schwer verletzt wurde er ins Unfallklinikum Marzahn geflogen. Laut Polizei war der Motorradfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch der am Unfallort gesichert gestellte Führerschein war bereits entzogen worden. Und hier geht's weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. In dieser Woche sorgen die Eisheiligen vor allem nachts für tiefe Temperaturen. In der Nacht zum Dienstag sinken die Werte bis 0 Grad. Am Dienstag zeigt sich dann die Sonne und die Höchstwerte liegen bei 13 Grad. Mittwoch ist es bedeckt bei 14 Grad und am Donnerstag haben wir dann einen Sonnen-Wolke-Mix und Temperaturen bis 16 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.